Es ist die Band Sport von der Stiller. Wenn ihr euch mal kurz selber vorstellt. Ich bin der Flo, Schlagzeuger. Ich bin der Rüder und spiele Bass. Ich bin der Peter, ich singe in der Band. Sportfreunde Stiller, wir machen das Ganze. Ganz wichtig, erste Lektion. Hey! Als Band, als Interviewer, richtig das Mikro hinhalten. So ist fast perfekt, aber nicht, dass es unangenehm wird. So, so schön, so kann ich schön reinsprechen. Erklärt mir der Bassist, also gerade der, der am öftersten ausgelacht wird einer Band, wie ich hier meine Arbeit zu tun habe. Sportfreunde Stiller, wenn wir in keiner Band spielen würden, dann... Hey, warte mal. Ich bin doch... Das Mikro ist bei mir gerade im Moment. Das muss man akzeptieren. Was ist mit dem Rüde los eigentlich? Rüde ist ein bisschen nervös wegen dem Auftritt, okay, wahrscheinlich. Gut. Wenn wir in keiner Band spülen würden, dann würden wir spülen in einem Club. Wenn ihr, Sportfreunde Stiller, nochmal von vorne anfangen könntet, was würdet ihr anders machen? Irgendwie, ich glaube, ich würde mal einen anderen Bassisten suchen. Sehr schöne Antwort, wenn man es sich mal so vorstellt. Doch raus. Peter Sportfreunde Stiller, hey. Kopf der Band Sportfreunde Stiller. Das letzte Mal hast du dich wie ein Krimineller aufgeführt? Ja. Das ist richtig. Ich habe gestern eine CD gebrannt. Das größte Rock'n'Roll-Erlebnis bislang, Sportfreunde Stiller? Das war in Leipzig. Wir spielten in der Arena und ca. 5000 Menschen schrien: Peter, du bist ein goldener Gott. Seitdem heißt du? Goldener Gott. Sportfreunde Stiller, abschließend diese Frage. Das wichtigste Bandmitglied? Ich. Das sehen ja viele anders in der Band. Aber für mich ist natürlich einfach das wichtigste Mitglied Lied. Lied. Alles andere ist austauschbar, aber Lied. Diese Frage soll mal jeder beantworten. Das wichtigste Bandmitglied? Sportfreunde Stiller. Was? Das wichtigste Bandmitglied der Band Sportfreunde Stiller? Ist tatsächlich der Bassist. Also. Was kann das Publikum heute vom Moderator erwarten, dieser Sendung? Und dass dann auf jeden Fall ein ordentlicher Schall ertönen wird und dass das dann irgendwie über den Äther, dass die Wellen dann quasi die Menschen erfasst und dass eine einzige Liebeswolke dann von Bayern, ja, Sonnenrot, Geretsried aus, dann irgendwie von dir aus rüberschwappt aus deinem Herzen hinaus direkt in die Ohren der Menschen. Ja. Somit zum Abschluss würden wir am Bassisten ein Wort. Näher. Ja, wunderbar. Das waren die Sportfreunde Stiller bei On3 Radio. Du hast deinen Job ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Aber das war es auch schon. Wir müssen ihm das Mikro reißen. Weißt du, dass mir der Bassist schon wieder erklärt, wie man da. On3 Radio.